In meinem heutigen Video zeige ich euch, wie man verfilzte Haare, wie hier von diesem Simba-Pferd zum Beispiel, oder von Puppen-Barbies und so weiter, wieder schön glatt bekommt und ansehnlich. Und zwar braucht ihr dazu einfach nur ein Shampoo und eine Haarspülung. Ich habe jetzt hier diese genommen. Die benutze ich selber auch. Ihr könnt auch Weichspüler nehmen, wenn ihr jetzt keine Haarspülung habt. Und einfach irgendein Haarshampoo. Als erstes müsst ihr die Haare des Tieres oder der Puppe waschen. Ich nehme dazu lauwarmes Wasser. Bei dem Pferd hier behandle ich jetzt die Mähne und den Schweif. Wie ihr sehen könnt, es ist ziemlich verfilzt. Hier kann man es noch erkennen. Da kann man jetzt kaum mit dem Kamm durch. Ja, ich wasche es halt nur ein bisschen durch. Ja, so sieht es halt jetzt aus, wie ihr sehen könnt. Der Schweif auch. Ja, jetzt nehme ich erstmal noch ein Handtuch an. Das Wasser halt ein bisschen ausdrücken. Ja, und nun kommt halt die Spülung an die Reihe. Ich richte gerade die Kamera noch mal neu aus. So. Jetzt behandelt ihr halt die Haare, die verfilzten, mit der Spülung richtig gut einreiben in die Haare, damit auch überall etwas hinkommt davon. Ich nehme da immer einen ziemlich großen Klecks. Ja, und jetzt der Schweif noch. Ja, jetzt ist es immer noch nicht viel besser, wie ihr sehen könnt. Aber gleich. Ich nehme jetzt einen Kamm oder eine Bürste und kämme die Haare vorsichtig durch. Ihr könnt es erst auch noch ein bisschen einwirken lassen, wenn ihr wollt. Ich muss meine Hände waschen. Ich gehe jetzt mal gerade einen Kamm holen. Ich beginne jetzt halt mal hier mit dem Schweif. Und
vorsichtig durchzukämmen, damit er nicht zu viele Haare verliert. Die Spülung ist jetzt noch drin, die ist noch nicht ausgewaschen. Ihr könnt auch nachher, wenn das alles getrocknet ist, die Spitzen noch ein bisschen abschneiden, minimal, damit man nicht merkt, dass sie geschnitten sind. Die kämmt halt so lange durch, bis sie merkt, dass sie ohne Probleme mit dem Kamm durchkommt. Das macht ihr halt dann, wie gesagt, eine ganze Weile, und wenn alles dann richtig durchgekämmt ist, wascht ihr die Spülung aus. Ich habe die Haare des Pferdes jetzt durchgekämmt. Hier unten sehen sie immer noch ein bisschen strohig aus, aber besser geht's nicht. Ich werde sie jetzt auswaschen. Mal schauen, ob ich hier jetzt durchkomme durch die nassen Haare. Schon besser. Ja, wenn ihr jetzt wellen wollt, könnt ihr sie feucht flechten und dann trocknen lassen. Jetzt bei dem hier versuche ich mich mal ganz sachte mit einem Kletteisen auf ganz niedriger Stufe, weil die hier unten immer noch relativ dick sind, wie ihr sehen könnt. Man kann zwar schon durchkämmen, aber die werden nicht so schön samtig und seidig, wie sie eigentlich sein sollten, werden, wenn ich sie jetzt so trockne. Ja, und dann geht es gleich weiter. Ich mache jetzt erstmal weiter mit dem Trocknen der Haare. Ich bin halt jetzt hoch ins Bad und trockne die Haare jetzt einmal hier mit so einem Heißluftföhn auf ganz niedriger Stufe. Heiß dürft ihr sie auf keinen Fall trocknen, sonst verschmoren sie, ist ja Plastik. Aber jetzt geht's schon besser. Hat sich eingewickelt hier, ein Moment. Ich werde jetzt mal durchkämmen. Das war wohl nichts mit diesem Heißluftföhn. Also ich habe jetzt mal das Glätteisen genommen, ist auf die niedrigste Stufe gestellt. Und wie ihr sehen könnt, die Haare sind schon viel schöner wie zu Anfang. Die niedrigste Stufe ist bei meinem Glätteisen 130 Grad. Ja, ich versuche es halt jetzt einfach mal vorsichtig hier, die Haare da durchzuziehen.
keinen Fall zu heiß machen. Wie gesagt, das ist ja Kunststoff. Das nochmal durchkämmen. Ohne Probleme jetzt mit dem Kamm hier durch. Normalerweise steht überall im Internet, man soll kein Glätteisen benutzen, aber ich sehe da jetzt so kein Problem drinnen. Hier unten die Spitzen, die werde ich gleich noch ein bisschen abschneiden. Jetzt nochmal kämmen. Seht ihr, sie sieht schon viel besser aus, die Mähne. Spitzen gefallen bei mir noch nicht so richtig. Dann mache ich jetzt noch eine Weile weiter. So, jetzt bin ich hier mit der Mähne soweit fertig. Wie ihr sehen könnt, sie ist wieder wunderbar geworden. Ich habe die Spitzen minimal abgeschnitten, damit das Verfilzte unten vorbei besser rausgeht. Bei Sammlerstücken sollte man es halt nicht machen, aber meistens sind diese Mähnen oder Haare von Sammlerstücken ja eh nicht verfilzt. Ja, und jetzt mache ich mit dem Schweif weiter. Der ist noch jetzt nur ausgewaschen, mit Spülung behandelt. Ich kämme jetzt nochmal durch. Ich lasse das jetzt erstmal mit dem Föhn sein, weil der Föhn funktioniert ja nicht mehr. Also die Haare sind jetzt hier immer noch etwas strohig und ziepen. Ja, und jetzt geht es erstmal weiter. Jetzt nehme ich nochmal das Glätteisen zur Hand und ziehe das hier durch. Ich lasse die Haare jetzt einfach mal feucht. Ich mache das mit dem feuchten Haar, mit dem Glätteisen. Das steht jetzt immer noch auf 130 Grad. Das ist wohl nicht zu heiß, sonst wäre die Mähne ja jetzt geschmolzen. Auch hier diese goldenen Strähnen, die sind noch heil geblieben. Das macht denen wohl auch nichts aus. So, jetzt nochmal kämmen. Geht schon wesentlich besser. Ich nehme jetzt mal einen anderen Föhn und werde die noch ein bisschen trocknen. Ja, und jetzt bin ich fertig mit dem Pferd, wie ihr sehen könnt. Für mich hat sich gelohnt. Die Mähne, die ist wieder schön glatt und glänzt auch. Die verfilzten Stellen, die sieht man gar nicht mehr. Beim Schweif das Gleiche. Ich habe es halt jetzt noch eine Weile bearbeitet mit Föhnen, Bürsten, Kletten, bis es jetzt so aussieht. Die Spitzen habe ich halt minimal abgeschnitten, damit das Verfilzte, was ganz unten an den Spitzen sitzt, weg ist.
Ja, und so geht das bei allen Haaren, Puppenhaaren, Barbiehaaren, wie gesagt, diesen Pferden. Ihr müsst halt nur mit der Hitze vorsichtig sein, habe ich ja schon mal erwähnt. Und es ist ein Erfolgserlebnis, wenn man dann wieder so ein schönes Teil vor sich hat, was vielleicht jahrelang irgendwo in der Spielzeugkiste gelegen hat und nicht mal schön aussah. Ja, ach ja, noch zu erwähnen am Schluss. Jede Art von Haarspülungen oder von Weichspülern für die Waschmaschine sind dafür geeignet. Es reicht bei den Barbie-Haaren oft auch aus, dass ihr nur den Weichspüler oder die Haarspülung benutzt und sie dann einfach so an der Luft trocknet. Auch im geflechteten Zustand, dann entstehen schöne Wellen. Ja, und dann war es das auch schon wieder und ich wünsche euch viel Spaß bei der Pflege eurer Puppen- oder Barbie-Haare. Bis dann und bis zu meinem nächsten Video und ciao.